Meine Frau, die hat gezankt, weil es ist wie der Kindergeburtstag von den Engelich. Und die sehe ich das Kindergeburtstag, die gehen alle nach deinem Schwimmbad und nach dem Rudis Abenteuerland. Nee, ich sage die rote Kuppe. Die Leute, wenn er sich der Hemd gearbeitet und macht, das soll er nicht bezahlen, dann haben sie ja rum. Hat meine Frau gesagt, nein, das machen wir nicht. Bei uns bei Tagfeier, da gibt es was zu essen und zu trinken. Und dann muss er wegen Programm gehen und ich soll jetzt Kasperlestheater spielen. Du sollst Kasper machen? Freilich. Du machst 20 Jahre. Weiß ich, bin jetzt schon 30 Jahre. Aber jetzt soll ich spielen. Aber. Du hast doch mal wegen was zusammengebaut. Ich hab doch gesagt, du sollst dir mal ein bisschen wegen was zusammenhauen. Ich hab eine Kiste zusammengebaut, ja. Ja, geht das noch? Du hast gesagt, ja. Also muss aber der Gustav vor da wollte fragen, was ich da mache, was das ist. Aber ich gesagt, es gibt einen Stuhl für mein Gästebuch. Ja, hast du mir noch gedacht? Oh ja. Mach sie mal auf. Ja. Boah, jesus Gott, guck mal. Das ist es. Ja. Und hast sogar was draufgeschrieben. Herr Gotthold in Eustachs verrückt Puppenpanoptikum. Ja, und da schreibt man so. Wie man spricht, hä? Ja, ja, das merkt man. Die anderen Kinder sollen ja auch irgendwas dabei lernen, das ist Rechtschreibreform, ne? Aber sind die mit euch mehr aus, ne? Nein. Ja, das geht schon gehen. Pass auf, du bist der Semmel. Semmel, ja. Ja, ja, da muss man so rein, hä? Ja, ja. Da muss man, das sind ja Vögel, das sind auch die Puppen, hä? Also pass auf, dann setz dich mal hier. Wir machen mal so ein Spiel, der Witz, ja, ja. Grüß dich, Semmel. Grüß dich! Ja, und Semmel, was ist los bei den Buchsen zum Beispiel? Och, meine Frau will 4 Wochen nicht mit mir reden. Wie lang? 4 Wochen. Nun, du sei doch froh, das ist doch schön. Ja, aber morgen sind die 4 Wochen rum. Ja. Nein. Ja. Und der Mo hat neue Schuhe gekauft. Ja, ja, ja. Und der will sie jetzt der Frau zeichnen für den nackten neuen Schlafzimmer. Ach so. Das ist das. Ist so, grüß Gott. Wo kommst du denn her, du alter Saftkugel? Oh, von der Wirtschaft. Du, ja, ja, ich hab was Neues. Fehlt dir nichts auf, Frau? Ja, du. Ich hab mal ohne, was fällt mir auf? Na ja, da unterrum. Na ja, unterrum? Ja. Wo nach der Kammer hängt halt und wo wird er hängen, ne? Nein, der hängt nicht, der guckt voller Stolz auf die neue Schuhe, die ich mir gekauft habe. Guck mal. Auf die neue Schuhe guckt der, du Maul, auf hast du lieber einen Hut gekauft. Sie sind der Meinung, das war? Für unser Kasperlestheater zünden wir eine Rakete. Die Stube 1. Die Stube 2.